Gerade einmal 4 Kilometer sind es vom beschaulichen Risum-Lindholm bis nach Niebüll zur Autoverladestation in Richtung Sylt. Am Pfingstsamstag rollte die große Reisewelle. Auf der B5 ging ab dem frühen Mittag fast nichts mehr. Der Ansturm der Sylt-Gäste war riesig. Hinzu kam, dass eine Lok eines Autozuganbieters auf der Strecke wegen eines technischen Defektes liegen blieb. Es kam dann in der Folge zu erheblichen Verzögerungen in den Fahrplänen. Die oft bemängelte Eingleisigkeit der Zugstrecke von und nach Sylt wurde zum Problem. Sabine und Wolfgang aus Bad Oeynhausen sind passionierte Sylt-Gäste. So ein Chaos haben die beiden bei ihren Anreisen bisher noch nie erlebt. Wie ist es euch hier heute an der Auto- oder an der Zufahrt zur Autoverladestation in Niebüll ergangen? Wie lange habt ihr gebraucht, um hier hinzukommen? Es ist jetzt 19.30 Uhr abends. Wir waren um 11 Uhr ungefähr in Risum und da ging das los mit dem Stau. Bis dahin sind wir ganz gut durchgekommen, weil wir auch ganz früh losgefahren sind. Und dann haben wir bis jetzt gebraucht für die paar Kilometer. Es wurde keinerlei Information irgendwie weitergegeben, nur eben aus den Autos, übers Radio oder aus dem Handy oder von Einheimischen haben wir was erfahren, aber nicht irgendwie mal, dass uns einer gesagt hat, von der Bahn vielleicht mal einer dran vorbeigefahren ist oder von der Polizei, gar nichts. Was gut war, wir sind versorgt worden vom Roten Kreuz mit Wasser. Von 12 bis 18 Uhr hat die DRK-Bereitschaft Niebüll 1000 Liter Wasser an die Reisenden verteilt. Nachdem in der Leitstelle Harrislee viele Anrufe eingegangen waren, dass keine Getränke mehr vorhanden sind. Auch alle Einfallstraßen rund um Niebüll waren komplett verstopft. Das Gewerbegebiet konnte nicht mehr mit dem Auto erreicht werden. Die Mitarbeiter der Autozüge gaben ihr Bestes, um so zügig wie möglich abzufertigen. Alle Reisenden konnten nach Sylt transportiert werden. Erst um 22.30 Uhr war das Verkehrschaos vorbei.